Hallo und herzlich willkommen. Hier ist das Hochbahnmagazin mit der Sommerausgabe aus der schönsten Stadt der Welt. Und wir sind heute im wahrsten Sinne des Wortes nah am Wasser gebaut. Denn egal, ob im Hafen, an der Elbe oder wie hier an der Alster, es gibt jede Menge wunderschöne Ziele zu erreichen. Zum Beispiel auch mit dem ÖPNV. Hier von der Alster gibt es wundervolle Touren, die Sie machen können. Das zeigen wir Ihnen heute, denn es hat eine tatsächlich lange Tradition. Denn die Alsterschifffahrt ist schon über 150 Jahre alt. Von Beginn an erfreute sich das Transportmittel mitten in der Stadt großer Beliebtheit. Zunächst wurden Dampfer, Schuten und Kähne vorwiegend im Linienbetrieb eingesetzt, doch im Laufe der Zeit nahm die touristische Auslastung der Alsterschiffe stetig zu. 1977 wurde die Alster Touristik GmbH als Tochtergesellschaft der Hochbahn gegründet. Kreuz-, Charter-, Kanal- und Fleetfahrten gewannen mehr und mehr an Bedeutung. Heute zählen 18 moderne Schiffe zur sogenannten Weißen Flotte. Auf der Goldbeck treffe ich mich mit Stefan Mager. Vor 23 Jahren hat er bei der ATG als Schiffsführer angefangen. Heute ist er Betriebsleiter. Wenn Sie die Alsterschifffahrt, sagen wir mal, in 3, 4 Schlagworten zusammenfassen sollten, was für Schlagworte wären das? Wie könnte man das am besten beschreiben? Highlight von Hamburg. Einer der besten Arbeitsplätze in Hamburg. Und ich sag mal, jeder Tourist sollte das wirklich mitmachen. Im vergangenen Jahr hat die Alsterflotte rund 400.000 Fahrgäste befördert, darunter überwiegend Touristen. Gut 10.000 Abfahrten zählt die ATG jedes Jahr. Der absolute Klassiker, die einstündige Alster-Rundfahrt, startet in der Hauptsaison jede halbe Stunde vom Jungfernstieg. So, inzwischen sind wir draußen auf der Außenalster und genießen die Fahrt. Gibt es eigentlich andere europäische Städte, wo es andersweise so schön ist, mit dem Schiff durch die Kanäle zu fahren? Nee, Hamburg ist schon einmalig. Ne? Klar, habe ich auch schon in anderen Städten Schifffahrten gemacht, sind ganz und gar anders. Aber hier ist eben das Besondere, dieser Alstersee, der ist mitten in einer Stadt. Man fährt bei den Anwohnern vor der Haustür vorbei, an den Villen. Also ich sag mal, hier vom Wasser aus, da sieht man Hamburg von der schönsten Seite mit. Es ist eine ganz andere Perspektive. Eine ganz andere Sicht auf die Dinge erhält man bei einer speziellen Themenfahrt. Haben Sie zum Beispiel schon mal was vom Yoga auf der Alster gehört? Hier trifft Trendsportart auf hanseatische Tradition. Während des 75-minütigen Kurses auf dem Wasser lernen die Teilnehmer Atem- und Körperübungen unter professioneller Anleitung. Idyllische Aussicht inklusive. Super Geschenktipp. Ich habe auch schon ein paar Freundinnen hier mit hingenommen und für mich ist das immer so ein richtiges Special, hier abends hinzugehen und den Abend zu genießen. Ich bin selbst Yogalehrerin und habe ein Studio in Linz in meiner Heimatstadt und ich schaue immer, wenn ich irgendwo auf Urlaub bin, dass ich ein bisschen so über meinen Tellerrand schaue und ein bisschen schaue, was tut sich in den Yoga-Szenen in anderen Städten. Man steigt aufs Boot und kann so alle Sorgen hinter sich lassen oder auch den Alltag hinter sich lassen. Und das merkt man bei den Schülern, also oder den Teilnehmern, dass so eine gelöste Stimmung ist, wird es dann auch irgendwann relativ ruhig und man merkt so richtig, Leute kommen an. Wer Interesse an dem Yoga-Erlebnis im besonderen Ambiente hat, der sollte sich schnell anmelden, da das Platzangebot begrenzt ist. Lediglich die eigene Yogamatte, eine Decke und bequeme Kleidung sollten mitgebracht werden. Dann steht dem Sonnengruß an Bord nichts mehr im Wege. Das sportliche Special ist nur eine von zahlreichen Möglichkeiten, um ein paar schöne Stunden auf dem Wasser zu verbringen. Egal ob als Tourist oder als Hamburger. Wir haben nicht nur eben die Rundfahrten, Kanal und Fleetfahrten, was so das, ich sag mal, das Standard-Touristikprogramm ist, sondern wir haben auch spezielle Fahrten wie die Billefahrt, Tour nach Wilhelmsburg. Dann haben wir natürlich auch Charterfahrten. Da gibt es das Dinner-Shipping über die Binnen-Außen-Alster, dann durch den Stadtpark hindurch, Industriekanal Osterbeek. Das ist wirklich mit gedecktem Tisch und es gibt irgendwie 3, 4 Gänge, oder? Genau, da ist ein kaltwarmes Buffet aufgebaut und da gibt es Rippchen, lecker. Oder man feiert ganz und gar seinen Geburtstag hier, auch möglich, dass man sagt, Mensch, ich mache hier eine große Party. Dann bestellt man sich einen Party-Service, der bringt Essen und Getränke. Ja. Oder Hochzeit ist auch möglich, ne? Hochzeit, ne, auch. Aber ich glaube, da muss man den Standesbeamten mitbringen, so war das, oder? Genau, der kommt dann auch mit an Bord. Da haben wir auch eine ganze Menge, bis zu 100 Hochzeiten haben wir hier in den Sommermonaten, meistens immer freitags.
Also, wer nun Lust bekommen hat, einfach mal die Seele baumeln zu lassen und die Stadt aus einer anderen Perspektive zu betrachten, die Hauptsaison des Alsterschipperns geht dieses Jahr noch bis zum 3. Oktober. Tschüss. Und für mich, liebe Zuschauer, geht's jetzt weiter im Hafen. Und dort geht's für mich auf die Hamburgensie. Sie ist eines von insgesamt 24 Schiffen, die wasserseitig den Hafen mit dem ÖPNV im Hamburger Verkehrsverbund erschließen. Mit mir an Bord ist Gabriele Müller-Rehmer vom Vorstand der HADAG. Ich genieße eigentlich alles. Ich finde das so schön, dieses sich immer weiter öffnende Flussdelta der Elbe. Es ist traumhaft und es ist jeden Tag anders. Es ist nie gleich. Wir fahren auf der Linie 62 Richtung Finkenwerder. Unser Fährschiff ist eines der modernsten der Flotte. Von vielen wird das Modell Typ 2000 liebevoll Bügeleisen genannt. Wenn man bedenkt, 1997 wurde das erste Bügeleisen in Betrieb genommen. Da hatte man noch nicht mal 2 Millionen Fahrgäste. Und mittlerweile sind wir bei knapp 9 Millionen Fahrgästen angekommen. Das heißt eine deutliche Vervielfachung. Das ist eine deutliche Vervielfachung gewesen. Es hat natürlich auch Verstärkungen auf den Linien gegeben. Man fährt länger den 15-Minuten-Takt, man fährt den 15-Minuten-Takt auf immer mehr Linien. Denn es gibt ja nicht nur die 62, es gibt ja auch die 64, die 72, die 73 und die 75. Mhm. Und wir haben auf all diesen Linien Zuwächse erfahren, was wir auch gut finden. Denn wir möchten ja, dass diejenigen, die in die Stadt wollen oder die nach Finkenwerder wollen oder die in andere Bereiche Hamburgs, die wasserseitig zu erreichen sind, wie Hafen City fahren, dass die ihr Auto zu Hause stehen lassen und mit dem öffentlichen Personennahverkehr auf dem Wasser fahren, nämlich mit den Hafenfähren. Die steigenden Fahrgastzahlen machen sich vor allen Dingen auf der Linie 62 bemerkbar. Insbesondere an Wochenenden und Feiertagen herrscht an den Anlegestellen großer Andrang. Um dem gerecht zu werden, möchte man nun in den Sommermonaten den Takt von 15 auf 10 Minuten verdichten. Das passiert aber nur am Wochenende und Feiertagen. Denn nur an diesen Tagen haben wir die Schiffskapazität dafür zur Verfügung. Okay. An allen anderen Tagen sind die Schiffe auf anderen Linien unterwegs und wir können eine solche Verdichtung nicht vornehmen. Um auch der wachsenden Pendlerzahl gerecht zu werden, soll zudem auf bestimmten dafür geeigneten Fähren die zulässige Fahrgastzahl von 250 auf 350 Personen erhöht werden. Dieses wird dann aber nicht mehr mit einer Person Besatzung sein, sondern wir werden dann 3 Personen Besatzung an Bord haben. Übrigens, die Zusatzkosten können im Rahmen des HADAG-Betriebshaushaltes getragen werden. So, jetzt sind wir angekommen, Frau Müller-Rehmer, Finkenwerder, und es stehen schon wieder viele Menschen, ne, die zurückfahren. Ja, das ist doch auch gewollt. Super, genau. Wir legen auch gleich gemeinsam den Rückweg dann ein und sprechen gleich weiter. Bis hierhin erstmal vielen Dank. Gerne. Und für Sie, liebe Zuschauer, gibt es in der Zwischenzeit die Kurznachrichten. Und weil wir ja die Sommersendung des Hochbahnmagazins haben, starten wir auch sommerlich, nämlich mit dem Sommerfahrplan. Schauen Sie mal. Noch bis zum 31. August gilt wieder der Sommerferienfahrplan der Hochbahn. Auf insgesamt 13 Buslinien wird das Angebot an die deutlich schwächere Fahrgastnachfrage angepasst. Die Aushänge an den Haltestellen werden in dem Zeitraum entsprechend aktualisiert. Für die übrigen rund 80 Hochbahnbuslinien bleibt der Fahrplan unverändert. Ausführliche Informationen zum Sommerferienfahrplan finden Fahrgäste unter hochbahn.de. An der U3-Haltestelle Hamburger Straße wird es bald einen neuen Switchpunkt geben. In der Wagnerstraße werden Parkplätze für 8 Carsharing-Fahrzeuge der Switch-Partner geschaffen. Zudem gibt es direkt auf dem Vorplatz der U-Bahn-Haltestelle bereits eine Stadtratstation. Der neue Switchpunkt in direkter Nähe zum Einkaufszentrum Hamburger Meile wird der mittlerweile 10. Mobilitätsservicepunkt in Hamburg sein. Die Bauarbeiten sollen noch im August abgeschlossen werden. Die U-Bahn-Linie 1 bekommt eine neue Haltestelle. Die Hochbahn hat die Planungen für die Station Oldenfelde zwischen Farmsen und Berne vorgestellt. 2018 sollen die Baumaßnahmen beginnen. Die Kosten liegen bei knapp 20 Millionen Euro. Die Planungen der oberirdischen Haltestelle wurden von einem 3-stufigen Bürgerbeteiligungsverfahren begleitet. Ab Ende 2019 sollen rund 4.500 Anwohnerinnen und Anwohner einen direkten Zugang zum Hamburger Schnellbahnnetz haben.
Liebe Zuschauer, wir sind zurück aus den Kurznachrichten. Ich bin immer noch unterwegs mit Frau Müller-Rehmer auf der Linie 62. Finkenwerder haben wir gerade hinter uns gelassen. Jetzt geht es wieder zurück Richtung Landungsbrücken. Ein Thema, was wir noch besprechen können, ist das Thema Wirtschaftlichkeit. Welche Rolle spielt das bei den Haddock-Fähren? Die Haddock-Fähren sind wie alle Fahrten im öffentlichen Personennahverkehr nicht kostendeckend. Mhm. Das heißt, dass wir mehr Geld ausgeben, als wir alle Fahrgäste zusammen für die Fahrkarte bezahlen müssen. Ja. Wir bekommen den Differenzbetrag natürlich von der Freien und Hansestadt Hamburg ausgeglichen und haben im letzten Jahr einen Kostendeckungsgrad gehabt so von nicht ganz 60%. Wo wir gerade beim Thema Kosten sind, laut Haddock würde sich der Bau von neuen und größeren Fährschiffen am Ende nicht auszahlen. Deshalb setzt man auf die Taktverdichtung und die Erhöhung der zulässigen Fahrgastzahl. Und auch wenn es zu Stoßzeiten schnell recht kuschelig werden kann, darf man eines nicht vergessen. Die Haddock-Fähren sind nicht ausschließlich für Ausflüge da, sondern sollen natürlich auch Pendler zuverlässig und pünktlich von A nach B bringen. Auf einem der vermutlich schönsten Arbeitswege der Welt. Das ist so eine kleine Hafenrundfahrt jeden Morgen, das ist schon was Besonderes. Das ist herrlich, ich genieße das total hier, die Aussicht der Hafen. Man kann schön frühstücken, Kaffee trinken, Brötchen essen, halbe Stunde Zeit vor der Arbeit, das ist relax, ja. Also zum einen ist es sehr bequem, also es ist schöner als Bus zu fahren, durch einen Elbtunnel hat man keinen Stau. Erst recht, wenn die großen Kreuzfahrtschiffe reinkommen, früh um 5 oder um 6 und die dann an Heim vorbeiziehen, das ist schon echt schön. Nach gut einer Stunde endet unsere alternative Hafenrundfahrt und zum Schluss gibt es für alle noch eine kleine Abkühlung von oben. Das ist so, Frau Müller-Rehmer, ein bisschen Hamburger Sommer, ne? Und Sie sind sehr gut ausgestattet. Natürlich. Vielen Dank für Ihre Zeit. Bis zum nächsten Mal. Nee, ich begleite Sie noch ein paar Meter weiter. Und liebe Zuschauer, wir sehen uns jetzt gleich nochmal, denn ich gucke mir den Hafen noch mal von der Landseite an. Kommst mit. Vom Anleger Landungsbrücken ist es nur ein Katzensprung bis zur U3. Der Streckenabschnitt oberhalb des Hafens fasziniert auch mich jedes Mal aufs Neue. Damit ist sie zu Ende, unsere Sommerausgabe vom Hochbahnmagazin. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Genießen Sie den Sommer in Hamburg, sagt man. Tschüss. Und jetzt mal rüber und winken. Tschüss.